Die Schulzeit nähert sich ihrem Ende und eine Entscheidung zur weiteren Berufs- und Lebensplanung steht an, die sich nicht immer ganz einfach herbeiführen lässt. Eine gezielte Berufsorientierung und umfangreiche Informationen helfen, die richtigen und individuell passenden Entscheidungen zu treffen. Eine wichtige Rolle dabei spielen Projekte zwischen Schule und weiterführenden Bildungsträgern oder Berufsgruppen. Hier setzt das Projekt Schulpartnerschaft zwischen Handwerk und Schulen an, das durch die Handwerkskammer Koblenz, die Kreishandwerkerschaften, Innungen und die ADD-Schulaufsicht Außenstelle Koblenz ins Leben gerufen wurde. Hintergründe und Ziele des Projektes beschreibt Initiator Kurt Krautscheid, Vorsitzender Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, so. Heute ist eine Ideentraum gebracht worden, die mal in der Realschule Neustadt hier angefangen hat, mit dem damaligen Schulleiter und mir, einem Handwerksbetrieb aus Neustadt. Und wir wollten ein bisschen Netzwerk schaffen zwischen Handwerk und Schulen. Durch die Umstrukturierung seit der Schulreform ist es halt eben so, dass die Realschule plus ja auch für die Berufsansteiger, Berufsanfänger was machen muss. Also eigentlich der Weg, der durch die Hauptschulen bei uns weggebrochen ist, versuchen wir wiederherzustellen und zu sagen, wir wollen mit den Realschulen gemeinsame Netzwerke gründen für die jungen Leute, dass sie die Möglichkeit haben, vor Ort mit dem Handwerker zu reden. Und heute ist halt eben der Stein so in den Rollen gekommen, dass wir sagen, wir haben das vernetzt mit der Kammer, mit der Handwerkskammer zusammen, natürlich auch mit unseren Kreishandwerkerschaften, aber so vernetzt, dass wir komplett leisten können. Heißt also, wenn ein Netzwerk gebraucht wird, welche Möglichkeiten hat die Kammer, mit ihren Ausbildungsberatern mal an eine Schule zu kommen, mal Informationen zu machen. Aber auch die Möglichkeit für den Handwerker vor Ort. Und deshalb sollten diese Partnerschaften auch da sein oder Partnerschaften da sein, um zu sagen, wir haben die Möglichkeit, um kleinen Dienstweg mal einen Kontakt zu knüpfen. Hör mal, wir machen mal einen Berufstag. Kannst du mal kommen, Handwerker, uns mal was erzählen über Handwerksberufe. Erste Erfolge haben sich bereits eingestellt und Schüler konnten bereits in Praktika vermittelt werden. Dabei appelliert Dachdeckermeister Krautscheid an alle Handwerke, sich einzubringen und das Projekt als Chance für die Nachwuchsgewinnung zu sehen. Ich habe eben noch mit einem Bäckermeister gesprochen, der sagte, sie brauchen dringend junge Leute, die in Ausbildungsberufe sowohl als Bäcker als auch als Fachverkäufer kommen. Ist egal, welcher Beruf es ist. Also da rede ich sehr, sehr gerne fürs ganze Handwerk, da also die Türen aufzustoßen. 15 Handwerksbetriebe aus der Region Neuwied-Westerwald sind bereits im Projekt beteiligt. Gerade die Initiative des Handwerks und der enge Kontakt zu den Praktikern wird auch durch die ADD gelobt. Es ist genau die Initiative vom Handwerker ausgehend, dass er sagt, wir gehen bereit in die Schulen, wir stehen für die Berufe zur Verfügung. Er macht ja nicht nur seinen Beruf, sondern stellt die Anforderungen dar. Weil in den vielen Berufen, die wir haben, wissen die Schüler ja oftmals gar nicht, was der Beruf wirklich beinhaltet. Was muss ich machen? Welche Kompetenzen brauche ich? Wie kann ich mich weiterbilden? Und dafür ist der Handwerker vor Ort, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Das persönliche Engagement spielt eine große Rolle bei der erfolgreichen Projektgestaltung. Und hier ist Kurt Krautscheid mit Herz und Einsatz dabei, wie auch die Handwerkskammer um Hauptgeschäftsführer Alexander Baden weiß. Herr Krautscheid hat ja vor einiger Zeit schon mit dieser Realschule Plus hier in Neustadt-Wied Kontakt aufgenommen, hat eine Schulpartnerschaft übernommen. Und es ist ganz toll zu sehen, wie der Name Krautscheid hier in der Stadt gut bekannt ist, wie der Name Krautscheid die Türen zum Handwerk öffnet und damit für das Dachdeckerhandwerk wirbt. Und das ist im Sinne der Handwerkskammer, die gerne hätte, dass sich immer mehr junge Leute mit dem Handwerk, mit den Handwerksberufen auseinandersetzen, die Handwerksberufe kennenlernen. Und dazu ist der Herr Krautscheid für uns ein toller Werbeträger. Wir werden natürlich auch unterstützt durch die Kreishandwerkerschaft des Westerwaldes. Geschäftsführer Fred Kutscher ist hier ebenso bekannt, viel bekannter als die ferne Handwerkskammer in Koblenz. Das muss man konstatieren. Das ist aber auch gewollt, das ist gut so. Und wir hätten gerne, dass diese Schulpartnerschaften dazu führen, dass junge Menschen sich für Handwerksberufe interessieren, dass ihnen auf diesem Wege der Übergang von der Schule in den Handwerksberuf geebnet wird. Das Schulprojekt selbst soll Schule machen und über die Region hinaus Impulse auslösen. Für Kurt Krautscheid ist der Auftakt zur Initiative erfolgreich verlaufen und der Vorsitzende Kreishandwerksmeister ist mit dem eingeschlagenen Weg Richtung Schule zufrieden. Der natürlich auch für den selbstständigen Dachdeckermeister und Ausbilder kein unbekanntes Thema ist, denn der Betrieb bildet auch selbst aus und hat umfangreiche Erfahrungen bei der Ansprache von Jugendlichen. Mit Lehrling Leon hat jüngst ein 16-Jähriger den Lehrvertrag unterschrieben, der selbst über ein Schulpraktikum sein Handwerk und den Dachdeckerbetrieb Krautscheid kennengelernt hat.
Der Betrieb war eigentlich direkt vor der Haustür dann immer und da habe ich mal gefragt, ob ich halt mal einen Ferienjob machen könnte. Und ja, das ging halt und der hat mir halt besser gefallen, also der Beruf Dachdecker, habe ich mich halt beworben dann. Seit knapp 3 Monaten ist Leon nun Lehrling und mit der Entscheidung für eine handwerkliche Ausbildung sehr zufrieden. Eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich das Verhältnis zu den Kollegen wie auch zum Chef Kurt Krautscheid, das er so beschreibt. Das ist ziemlich cool. Die Ausbilder sind nett und der Chef ist auch ganz cool. Es macht auch mit denen viel Spaß, die Zusammenarbeit. Ein spannender Beruf, der den jungen Mann auch in luftige Höhen führt und ständig vor neue Herausforderungen stellt. Das Handwerk bietet mit 130 Berufen sicherlich für jeden Interessenten den richtigen Berufseinstieg. Und Projekte wie die Schulpartnerschaften helfen bei der gezielten Orientierung. Mehr Informationen dazu gibt die Handwerkskammer Koblenz unter Telefon 0261 398 345. Eine Übersicht zu freien Ausbildungsplätzen bildet die Lehrstellenbörse der HWK unter hwk-koblenz.de.